Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vorlesung Sachenrecht. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich möchte mit Ihnen an einem Beispiel, das aus realen Fällen gebaut ist, deutlich machen, wie possessorische und petitorische Ansprüche im Besitzschutz zusammenhängen. Also, bitte folgen Sie mir aufmerksam. So, es geht um Diebstähle. Und zwar vor allem unten angegeben steht ein Video, das wichtig ist. Das müssen Sie sich mal angucken. Also gucken Sie sich den Fall, der da als realen Fall geschildert worden ist, genau an. Das wäre gut. Reduziert können wir den Fall schildern wie folgt. Der Dieb D stiehlt das wertvolle Fahrrad des A. Jahre später findet die Polizei das Rad. Bestochen haben das, nachdem sie keinen Eigentümer gemeldet hat. Fragt sich die Polizei, an wen sie das Fahrrad zurückgeben soll. Der Schalter kein Interesse an geparkten Fahrrädern. Außerdem ist da noch der Dieb, der dreist nachfragt, ich möchte das Fahrrad haben, zurückhaben. Kann jetzt der Dieb gegen die Polizei Herausgabeansprüche machen? Und Variante, was passiert, wenn jetzt noch A sich meldet, jetzt noch hätte der Mieter sein Fahrrad eigenmächtig mitgenommen hätte, also der will das Fahrrad partout her mitnehmen, er hat die Schlüssel noch dafür, auf jeden Fall aber will er sein Fahrrad zurückhaben. Zusatzfrage, wie kann A prozessual gegen D vorgehen, wie kann er seine Rechte als Eigentümer durchsetzen und welche Probleme könnten sich hierbei ergeben? Es klingt nach einem bizarren Fall, ne? Ein Dieb will einen Fahrradzug haben, das er selbst gestohlen hat, und zwar selbst gegen den Willen des Eigentümers. Also wer hat das Sagen? Der Dieb oder der Eigentümer? Also der Dieb, das ist klar, kann auf keinen Fall klagen aus 985, ist nicht Eigentümer. Damit hat sich das schnell erledigt. Aber der D ist Besitzer. Und kann der jetzt klagen auf Wiedereinräumung des Besitzes nach 861.1? Er war Besitzer. Die Polizei besitzt dem Anspruchsteller gegenüber fehlerhaft. Und zwar muss geprüft werden 848 Absatz 2. Die Polizei hat gegen den Willen des Diebes den Besitz weggenommen. Sie kann sich zwar berufen, vielleicht auf irgendwelche öffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Beschlagnahme, aber die Beschlagnahme ist bereits abgeschlossen. Also ich habe auch unterstellt, es kommen keine öffentlich-rechtlichen Grundlagen hier zum Tragen. Also grundsätzlich verbotene Eigenmacht im Sinne von 858.1. Jetzt kommt natürlich noch die Frage, der A möchte ja am liebsten selber an das Rad rein, das er jetzt wiedergefunden hat, mit seinem Schlüssel reinstecken und einfach abdüsen. Kann er das machen? Er hat zwar ein scheinbares Selbsthilferecht nach 849. Er ist nämlich früherer Besitzer des Wagens, des Fahrrads. Ihm gegenüber lag verbotene Eigenmacht des Diebes vor. Aber kann sich der frühere Besitzer auf Besitzwehr und Besitzkehr berufen? Besitzwehr ist nur so lange möglich nach 859, wie die Besitzentziehung begonnen hat. Und noch fortdauert, das ist hier nicht der Fall.
Besitzkehr, da muss der Dieb auf frischer Tat betroffen sein. Und die Sache muss unmittelbar auf frischer Tat wieder abgenommen worden sein. Hier liegt ein Zeitraum von nicht mehreren Wochen, sondern fast einem Jahr, über einem Jahr vor. Das ist nicht auf frischer Tat betroffen. Also der Eigentümer kann nicht im Wege der Selbsthilfe eigenmächtig das Fahrrad an sich nehmen. Und außerdem ist auch zu prüfen, zugunsten des Diebes, ist der Anspruch des Diebes ausgeschlossen nach 861 Absatz 2. Lesen natürlich. Danach wird der Anspruch ausgeschlossen, wenn der Anspruchsteller, der D also, dem Störer gegenüber fehlerhaft besitzt. Das tut er auf jeden Fall. Er hat selber durch verbotene Eigenmacht das Fahrrad an sich genommen. Und hat er den fehlerhaften Besitz im letzten Jahr vor der Störung erlangt. Der D hat das Fahrrad gestohlen und eine verbotene Eigenmacht begangen. Das ist unstreitig. Aber es liegt länger als ein Jahr zurück. Also kein Anspruchsausschuss nach 861 Absatz 2. Liegen die Voraussetzungen für ein Erlöschen nach 864 vor? Nein. Und die Frage wird jetzt natürlich nochmal akut. Wie geht man mit Einwendungen petitorischer Art, etwa einem Anspruch aufs Eigentum um, im Verhältnis zum Besitzschutzanspruch? Also, der Wortlaut des 863 ist unglücklich. Gemeint ist, 861 und 862 sollen den Besitzer, auch den Dieb, unabhängig von der Frage schützen, ob ihm ein Recht zum Besitz zusteht. Man könnte dann noch denken an 242 Dolo Agit, ist aber wegen der Ratio von 863 ausgeschlossen, da sonst der Zweck verfehlt würde. Konsequenz ist, die Polizei hat das vollkommen korrekt gemacht in dem Video. Sie hat die Fahrräder zurückgegeben an die Diebe nach 861 Absatz 1. Jetzt ist die Frage, was soll nun der Eigentümer machen? Der ist ja nun gekniffen. Also wie können A und D prozessual miteinander umgehen? Der D kann eine Herausgabe des Fahrrads nach 861 verlangen. Der Beklagte, also der Eigentümer, könnte jetzt einen Gegenangriff starten in Form einer Wiederklage nach 33 ZPO, Stichwort petitorische Wiederklage. Und da stellt sich die Frage, sind petitorische Wiederklagen gegen possessorische Besitzschutzklagen zulässig? Die Rechtsprechung erklärt es für zulässig und sagt, warum nicht? Nach 33 ZPO kann man Wiederklage machen und man kann über die Eigentümersituation im Wege eines Teilurteils vorab entscheiden. Und wenn ausnahmsweise sowohl Besitzschutzklage wie auch petitorische Wiederklage entscheidungsreif sind, gibt es eine Möglichkeit, die Klage abzuweisen nach 864.2 analog. Also der Dieb muss eine Wiederklage erheben und wenn die entscheidungsreif ist, dann geht die ganze Geschichte nicht an den Dieb zurück, aber der Dieb muss sich mit dem Eigentümer im Wege von Klage und Wiederklage auseinandersetzen. Die Literatur findet das falsch und sagt, eine Wiederklage animiert dazu, doch noch eigenmächtig was zu tun. Also konterkariert den Sinn und Zweck von 863 und deshalb ist sie dagegen. Zumal 33 ZPO eigentlich nur ein besonderer Rechtsstand ist,
Die Vorschrift sagt nichts über die Zulässigkeit petitorischer Widerklage. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht und Sie fanden das Video witzig. Sie sehen, können damit Ihre Eltern überraschen, ne, indem Sie auf den besonderen Schutz von Dieben in unserer Rechtsordnung verweisen und auf die Möglichkeit von Eigentümern im Wege der Widerklage gegen dreiste Diebe vorzugehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.